Die Krankheit, die sich heute verbreitet hat, ist, ja, mein Vater ist gegen unsere Ehe. Seine Mutter ist gegen unsere Ehe. Sein Vater ist gegen unsere Ehe. Und dann kommen kindische Sachen, ja, sie mögen mich nicht, weil ich von einer anderen Nationalität bin. Ja, sie mögen mich nicht, weil ich von hier bin oder weil wir nicht von der gleichen Stadt sind. In manchen Fällen kann das stimmen. Ja, mag sein. Aber im Allgemeinen wünschen die Eltern den Kindern nichts Schlimmes. Sondern jeder Vater und jede Mutter wünschen ihren Kindern das Beste. Bedingungslos. Und wenn dein Vater dir sagt, mein Kind, der ist nicht für dich, wie kannst du ihm dann nicht glauben? 23, 24, 25 Jahre hat er dich großgezogen, meine Schwester. Seine Hände tun ihm weh in diesem hohen Alter. Sein Rücken kann er nicht mehr gerade halten. Gebeugt läuft er. Diese Falten hat er nicht bekommen, weil er Langeweile hat. Diese Falten im Gesicht hat er bekommen, weil er sich Sorgen gemacht hat. Wie werde ich diese Kinder versorgen? Wie komme ich an der Versorgung ran? Wie kann ich denn etwas aufbauen? Wie kriege ich ihre Mägen satt, ihre Bäuche satt? Diese weißen Haare sind schlaflose Nächte gewesen. Und wegen einer Person, die du ein Jahr, eineinhalb Jahre kennengelernt hast, bist du bereit, deine ganze Familie den Rücken zu kehren? Ihnen auf einmal nicht mehr zu vertrauen? Obwohl wir alle wissen, dass es gibt eine bekannte Aussage, die mich sehr getroffen hat. Wenn der Vater stirbt, ist er der einzige Mann, der wollte, dass du besser bist als er. Subhanallah. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Vater ist eine Tür des Paradieses. Und unter den Füßen der Mutter sinngemäß, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist das Paradies. Deswegen, liebe Bruder und liebe Schwester, denk nicht, dass, oder lass dich nicht beeinflussen von außen. Du kannst nicht aufgrund der Erfahrungen oder aufgrund der Erschwernisse, die Allah in ihrem Leben herabgesandt hat, lass dich das nicht beeinflussen. Das ist ihr Leben, ihr Qadr, ihr Schicksal, ihre Entscheidung mit ihren Konsequenzen. Du vertraue auf Allah und vertraue auf deine Eltern. Sie wissen schon, was gut für dich ist. Auch für dich, mein Bruder. Und wenn Leute kommen und sagen, ja, wieso bringst du den Leuten bei, auf ihre Eltern zu hören? Es gibt aber auch Eltern, die wollen was Schlechtes haben. Es gibt auch Eltern, die Mütter, die wünschen was Schlechtes. Genau von so welchen. Weit, weit weg, Bruder. Diese Menschen können sich noch nicht mal selber mit ihren eigenen Eltern verstehen. Wie sollen sie sich dann mit dir und deinen Eltern verstehen? Wenn ich heirate, heirate ich die ganze Familie mit. Deine Familie ist meine Familie und meine Familie ist deine Familie. Und wenn Menschen schon sagen, ja, aber jeder Schwiegermutter, weit, weit weg, mein Bruder, lauf. Das ist für dich, wie wir sagen, eine Red Flag. So sind wir groß geworden und so haben wir geheiratet und Alhamdulillah, so haben unsere Ehen gehalten. Wir haben Kinder bekommen, sie großgezogen und warten auf unsere Enkelkinder. Seitdem diese Generation nicht mehr auf die Eltern hört, hören wir nur noch Scheidungen, Scheidungen, Scheidungen. Kinder wachsen ohne Väter auf. Keiner findet mehr die Richtige und alle sind unglücklich. Wir kennen alle die Geschichte von Nabi Ibrahim, alayhi salatu wassalam, als er Hajar und Ismail in der Wüste abließ. Die Geschichte, die aber weitergeht, kennen die meisten nicht. Ismail ist groß geworden. Ein erwachsener Mann und hat geheiratet. So ging Nabi Ibrahim seinen Sohn Ismail besuchen. Und als er an der Tür klopfte, kam die Frau heraus und die Frau erkannte den Vater von Ismail nicht. Sie kannte ihn nicht. Und Nabi Ibrahim fragt, wo der Mann denn sei. Und sie sagte, der Mann ist draußen und kümmert sich um die Versorgung und um die Angelegenheiten, die er hat. Daraufhin fragte Nabi Ibrahim seine Schwiegertochter in dem Sinne und sagte, und wie geht's euch? Ist alles in Ordnung bei euch? Und sie fing an, sich zu beschweren. Ja, es ist schwierig und mit der Versorgung, aber wir vertrauen auf Allah und ihr wisst und hier und da haben wir Erschwernisse, aber khair inshallah und etc. pp. Nabi Ibrahim sagte dann, okay mein Kind, ich werde wieder gehen, aber bitte überbringe diese Nachricht deinen Ehemann. Welche? Sag ihm, er soll in unserer Umgangssprache, um es einfacher zu verstehen, sag ihm, er soll die Haustür wechseln. Sie ist nicht stramm genug. Gesagt, getan. Nabi Ibrahim a.s. ging. Ismail a.s. kam. Und die Frau sagte, da kam ein alter Mann. Was wollte er? Dieser alte Mann hat nach dir gefragt.
Ich habe ihm gesagt, du bist nicht zu Hause. Dann hat er gefragt, wie es uns ging. Und ich habe ihm halt erzählt und gemacht und getan. Und er hat gesagt, ich soll dir was mitteilen. Er fragte, was? Sie sagte, er, a.s.w., er, der Mann, sagte, du sollst den Türrahmen, die Tür auswechseln. Sie ist nicht stramm genug. Da hat Ismail zu ihr gesagt, der Mann, der gekommen ist, war mein Vater. Und die Nachricht, die er mir überbracht hat, ist, dass ich dich scheiden lassen soll. Gesagt, getan. Zeit verging, Nabi Ibrahim besucht wieder seinen Sohn, klopft an der Tür, die neue Frau macht die Tür auf. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, wie geht's mein Kind? Alhamdulillah, gut. Wo ist der Mann? Mein Mann ist draußen und kümmert sich um seine Angelegenheiten. Wie geht es euch, mein Kind? Alhamdulillah, uns geht es gut. Fehlt euch nichts, mein Kind? Alhamdulillah, wir sind zufrieden mit Allah und mit seinem Qadr. Dann sagt er, okay, ich muss gehen, überbring deinen Mann, sag, er soll diesen Türrahmen, diese Tür, soll er festnageln, soll er festhalten. Gesagt, getan, Nabi Ibrahim geht weg, Ismail kommt wieder. Und dann sagte sie, ein alter Mann kam zu uns und hat nach dir gefragt. Ismail sagte, was wollte er? Nichts, er wollte wissen, wo du bist. Ich habe ihm gesagt, du bist nicht da. Und dann hat er gefragt, wie es uns geht und ob uns was fehlt. Ich habe Alhamdulillah gesagt, uns fehlt nichts, wir sind zufrieden. Dann sagte er, ich soll dir die Nachricht überbringen, du sollst diesen Türrahmen, diese Tür festnageln, also festhalten. Dann sagte er, das war mein Vater und er hat mir die Nachricht überbracht, dass du eine gute Frau bist. Hieraus lernen wir, dass der Vater, dass die Eltern einem nichts Schlechtes wünschen, sondern die Weitsicht, das Verständnis des Lebens und die Menschenkenntnisse von Eltern sind viel, viel mehr, viel, viel gewaltiger als von dir und von mir. Mit dem Alter kommt die Weisheit. Also kehren wir zurück zum Ursprung. Auf Allah vertrauen und dann auf deine Eltern. Assalamu alaikum wa rahmatullah.